Ja, guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel am Montagabend beim Hamburger Sportverein. Ich begrüße recht herzlich alle Journalisten in der eingeschalteten Zoom-Konferenz und alle, die ansonsten noch zuschaut, und selbstverständlich unseren Cheftrainer Robert Klaus, der mit dem Personalupdate startet und heute ein bisschen Hilfe dafür benötigt in Form eines Zettels, den er vor sich hat. Ja, hallo. Herzlich willkommen von meiner Seite. In der Tat leider die Verletztenliste oder die Liste derer, die ausfallen, etwas länger. Deswegen habe ich mir meinen Zettel mitgebracht, um keinen zu vergessen. Gehen wir mal die Liste durch. Pascal Köpke ist in der Reha, fällt weiterhin aus. Noel Knote genauso. Nichts Neues. Felix Lohkämper ebenfalls, ist aber macht gute Fortschritte, ist auf dem Platz individuell unterwegs. Geht genau in die richtige Richtung. Fabi Nürnberger fällt aus, befindet sich in der Reha. Haben wir schon kommuniziert. Dann haben wir ein paar neuen Stand bei einigen Spielern. Alles eher negativ. Manuel Schäffler, da sieht es so aus, dass er die Saison nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Die Verletzung am Innenband hindert ihn immer noch dran, ist immer noch schmerzhaft. Ist nichts dazugekommen, nichts schlimmer geworden, aber ist so, dass er im Moment noch Schmerzen hat, deswegen auch nicht ins Training einsteigen kann. Und da die Saison ja auch nicht mehr so lang ist, gehen wir davon aus, dass es nicht mehr reicht. Dann haben wir Hanno Behrens dazu bekommen, der im Mittelfuß man sieht so ein bisschen was im Bild, es könnte so ein angehender Haarriss sein. Da ist kein Bruch, kein Haarriss zu sehen, aber es könnte einer werden und deshalb ist da ein Risiko da. Das ist eine ganz diffizile Stelle angeblich. So habe ich es mir sagen lassen von den Medizinern. Deswegen ist da die Gefahr da, dass da was kaputt geht. Und aus Vorsichtsgründen nehmen wir den jetzt erstmal raus. Mal schauen, wie schnell das geht und ob er da oder wann er dann wieder zur Verfügung steht. Aber erstmal nehmen wir ihn raus. Wir haben Georg Markreiter, der die Woche noch nicht trainiert hat, aufgrund von der Belastungssteuerung. Die englische Woche hat schon dann auch Spuren hinterlassen bei vielen Spielern, auch bei Georg. Da gucken wir, dass wir den dann Richtung Wochenende zum Abschlusstraining wieder an Bord haben, dass er dann im Kader stehen kann für Hamburg. Wir haben jetzt kurzfristig leider dazu bekommen Paul Bisson mit einer Bandverletzung im Sprunggelenk. Das ist unglaublich bitter für den Jungen. Er war wirklich gut dabei im Training und Knie hält, alles gut, hat auch gut trainiert, Tore gemacht, war ja auch jetzt im Kader, hatte sich das auch verdient durch gute Trainingsleistung, war auch stabil und ist jetzt einfach ohne Gegnereinwirkung umgeknickt in einer völlig harmlosen Situation. Er wollte einfach loslaufen. Das passiert halt leider nach so Verletzungen, aber natürlich, dass es ihm passiert ist. Ja, tut mir extrem leid für Paul. Und es ist natürlich keine große Verletzung, aber es wirft ihn halt einfach wieder zurück, weil er jetzt gerade auf einem guten Weg war. Und dann haben wir Dennis Borkowski auch noch dazu bekommen, der über akute Zahnschmerzen klagt. Da ist eine Weisheitszahn-OP unausweichlich. Das muss schnellstmöglich gemacht werden. Der wird für Montag für Hamburg ausfallen. Der hat jetzt gerade über Nacht Schmerzen bekommen und konnte heute nicht trainieren, weil er zu starke Schmerzen hat. Und da hat sich ein Weisheitszahn einfach entzündet und die müssen jetzt akut raus. War lang. Die Journalisten, die ich hier vor mir sehe, sind auch ganz nachdenklich. Und der Erste, der seine Frage stellen will, ist der, wo haben wir? Frank Linkisch vom Kicker. Mit ihm fangen wir an. Ja, hallo ihr zwei. Sehr lange Liste, sehr langer Einstieg. Da gleich die Anschlussfrage, Herr Klaus. Wie können Sie dann die Anfangself planen? Gehen Sie weiterhin von der Raute aus? Denken Sie über einen Systemwechsel nach? Und wer, vor allem mit Blick auf Fabi Nürnberger in dieser gut funktionierenden Raute, ist denn da Ihre, oder was sind da Ihre Optionen? Ja, tatsächlich eine gute Frage. Beschäftigt uns auch, wie wir das auffangen. Wir haben da schon auch zwei, drei Ideen. Wir können die Raute weiterhin spielen, wenn wir wollen. Wir haben mit Tim Latteyer haben wir da 1:1 Optionen. Wir können es aber auch etwas offensiver aufstellen, indem wir Robin Hack reinbringen ins Mittelfeld. Ja. Auch der kann im Mittelfeld spielen. Da gibt es schon die eine oder andere Idee. Mal schauen, ob wir die Grundordnung ändern. Das entscheiden wir morgen, ob wir da noch was vornehmen. Will da auch nicht zu viel verraten gegenüber dem Gegner, dass wir da vielleicht was vornehmen oder nicht. Aber wir können die Raute spielen. Es gibt aber auch die Option, das zu wechseln. Wir wechseln rüber zu Uli Diekmeyer von der Nürnberger Zeitung. Uli, bitte.
Hallo zusammen. Herr Klaus, Frau Strubisch könnte locker Ihr Vater sein. Wird es für Sie am Montag auch so ein bisschen ein Duell der Generationen? Und glauben Sie, dass es taktische Auswirkungen hat beim HSV oder ist es eher so eine mentale, emotionale Schiene, über die Frau Strubisch kommen wird? Also erstmal freue ich mich total, dass ich einen Horst Rubisch mal als Trainer an der Seitenlinie erleben darf. Ich glaube, jeder in Deutschland mag ihn, schätzt ihn, kennt ihn. Er ist da einfach, hat unglaublich viel geleistet für den DFB und auch für den Hamburger SV schon. Deswegen freue ich mich. Bin auf der anderen Seite natürlich aber auch traurig für den Daniel Thun, weil ich ihn auch sehr schätze und sehr mag und als einen sehr sympathischen Trainerkollegen kennengelernt habe. Ich habe schon im Nachwuchs gegen ihn spielen dürfen, wo er noch in Osnabrück war und ich in Leipzig. Und da hatten wir auch immer gute, rassige Duelle. Und es hat Spaß gemacht, sich auch mit ihm auszutauschen. Deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen traurig, weil es immer eine Niederlage ist, wenn ein Trainerkollege dann gehen muss. Was erwarte ich vom HSV, was erwarte ich von Horst Rubisch? Ich glaube schon, dass er sie emotional anpacken wird, das ist seine große Stärke. Die beiden Co-Trainer sind geblieben, die unter Daniel Thun auch tätig waren. Deswegen denke ich da schon, dass da auch die von der Ausrichtung her die Mannschaft jetzt nicht zu so großartig anderen Fußball spielen wird. Ist auch normal, wenn man so viele Saisonspiele schon gemacht hat, dass man dann nicht innerhalb von einer Woche dann alles über den Haufen werfen kann und will. Ich denke schon, dass sie das ein oder andere anders machen, ob das jetzt die Grundordnung ist oder ich denke auch an das Personal, wo man dann Veränderungen vornehmen kann. Sie haben ja auch jetzt mit Ambrosius und Hand zwei Ausfälle, die sie ersetzen müssen dort anderweitig. Deswegen glaube ich schon, dass da wenige Veränderungen auf uns zukommen. Aber die Grundausrichtung des Hamburger SV mit viel Ballbesitz, wie sie spielen, mit vielen Flanken, viel auf Terodde ausgerichtet, starke Außenverteidiger, die offensiv mit eingebunden werden. Immer wieder variable Spieler, die auf der 8 oder auf der 10, ob das jetzt Kittel, Duziak, Nzombi, auch Winsheimer, der das gut macht, in den Räumen sich aufhält, das müssen wir schon gut verteidigen. Also da gibt es schon viele Sachen. Es ist eine sehr komplette Mannschaft. Und ich glaube, dass sie natürlich durch den Trainerwechsel auch nochmal einen Push bekommen haben, den sie nutzen wollen, um dann nochmal ihre Chance zu nutzen in den drei Spielen, um dann nochmal eine gute Rolle zu spielen und einzugreifen. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel, freue mich, Horst Rubisch kennenlernen zu dürfen. Das ist schon auch eine Ehre und eine Auszeichnung für mich als jungen Trainer. Freuen wir uns auf die Fahrt nach Hamburg, die relativ lang ist, die Fahrt. Und hoffen, dass wir mit etwas im Gepäck zurückfahren, weil die Fahrt zurück wird auch wieder sehr lang. Damit hast du auch schon kategorisch ausgeschlossen, dass es einen Charterflieger geben wird, sondern es werden zwei Busse sein. So, rüber zu Marco Wertzinger von der Bild. Obwohl bei unserer Verletzungsliste wahrscheinlich ein Bus reichen würde. Ja, hallo auch in die Runde. Meine Frage geht auch in die Richtung, das ist ja doch ein Mini-Kader dann für Hamburg und womöglich auch für die anderen beiden Spiele. Liebäugeln Sie vielleicht damit, den ein oder anderen Spieler aus Nummer 21 hochzuziehen und eine Chance zu geben? Ja, das ist schwierig, weil wir im Moment befinden wir uns ja schon in der Quarantäne. Zwar nicht in der Hotelquarantäne, aber in der häuslichen Quasi-Quarantäne, in der Arbeitsquarantäne. Und deswegen müssten wir die Spieler, die dort nicht dabei sind, erstmal schrittweise da integrieren. Und das ist gerade Richtung Hamburg jetzt, wird das nichts mehr. Und danach muss man überlegen, ob man da noch Spieler dazu holt. Hängt von dem Spiel in Hamburg ab, wie viele Spieler stehen uns dann zur Verfügung für die letzten beiden Spiele. Aktuell ist es so, dass wir mit dem Kader, den wir haben, wenn so alle fit sind, mit denen, die wir jetzt rechnen, dass wir da mit den die drei Spiele bestreiten können. Sollte es da aber noch Ausfälle geben durch Verletzungen oder durch Sperren, dann würden wir nochmal überlegen, ob wir da nochmal den einen oder anderen aus der U21 dazu holen. Wir haben ja schon gute Jungs dabei, mit oben dabei. Auch Mario Suva haben wir jetzt dazugenommen, der ja mit vollem Training ist und auch im Kader mit dabei ist. Deswegen haben wir da auch schon ja gute Jungs. Im Moment nicht. Mal schauen, ob es notwendig ist. Ich hoffe natürlich nicht, weil es würde bedeuten, dass wir noch weitere Ausfälle haben. Aber die Mannschaft ist auch nochmal, ich will jetzt auch nicht herumjammern, wir sind die ganze Saison oder Großteil der Saison ohne Pascal unterwegs und Felix und Robin haben uns lange gefehlt wir haben auch schon Spiele bestritten ohne Manuel Schäffler und ohne Fabi Nürnberger. Also da wollen wir jetzt auch nicht zu sehr rumjammern. Wir haben immer noch eine gute Mannschaft und wir haben immer noch die Spieler, die dabei sind, die geben Gas, die haben Bock, die zerreißen sich im Training. Wir haben eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft, weil wir jetzt einfach auch viele Spieler am Stück ungeschlagen sind und guten Fußball gespielt haben und deswegen konzentrieren wir uns auch auf die, die da sind, ja, weil mit denen macht es auch im Moment richtig Spaß und die nicht dabei sind, sind glaube ich auch eher gerade traurig und würden sehr gern dabei sein, weil es gerade sehr viel Spaß macht. Wir machen weiter mit Manuel Schwarz von der Deutschen Presseagentur. Ja, hallo nach Nürnberg.
Der Klassenerhalt ist fixiert. Auf der anderen Seite die etlichen Ausfälle, die Sie vorhin angesprochen haben. Was wird denn jetzt für die letzten Spiele die Marschrichtung sein? Oder unter welches Motto stellen Sie denn jetzt das Saisonfinale noch? Ja, für uns geht es schon auch nochmal um viele Dinge. Wir wollen natürlich auf der einen Seite das einfach jetzt so genau weitergestalten, wie wir es jetzt angefangen haben. Wir sind ins Rollen gekommen. Es macht Spaß zu punkten, regelmäßig zu punkten. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Da wollen wir weitermachen. Natürlich in dem Wissen, dass wir jetzt zwei richtige Bretter erstmal vor der Brust haben mit Hamburg und Bochum, wo es sicherlich nicht einfacher wird, sondern eher vielleicht sogar schwieriger als in den letzten Spielen nochmal. Aber auch das ist ja wieder eine Möglichkeit zu zeigen, dass die Mannschaft sich jetzt über die Spiele Heidenheim Kiel nochmal entwickelt hat. Wie weit sind wir gekommen im Vergleich zur Hinrunde? Ja, wir haben gesagt, wir haben in der Hinrunde aus den Spielen, die jetzt anstehen, haben wir einen Punkt geholt. Jetzt haben wir aus den gleichen Spielen schon mal 4 geholt, ja, also schon mal 3 mehr. Und jetzt werden wir sehen, ob wir da noch Punkte dazu packen können. Wie haben wir uns entwickelt? Also das ist der eine Faktor, wie haben wir uns entwickelt im Vergleich zur Hinrunde. Dann geht es natürlich auch noch um die Platzierung am Ende der Saison. Da geht es um TV-Gelder. Das ist wichtig für jeden Verein in der zweiten Liga, weil das Geld natürlich durch Corona knapp ist. Das ist auch wichtig. Und der dritte Aspekt ist, wie verabschieden wir uns aus der Saison? Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, der erste Eindruck zählt, aber es genauso gilt auch, der letzte Eindruck bleibt. Und mit diesem Eindruck, wie verabschieden wir uns aus der Saison, gehen wir auch in die neue Saison rein. Und wir haben schon auch in der Saison Phasen gehabt, wo wir ein paar Sympathien verspielt haben, das ist uns bewusst, wo wir nicht guten Fußball gespielt haben, wo wir auch verloren haben und wo wir sicherlich auch unsere Fans nicht gerade glücklich gemacht haben. Und jetzt haben wir die Chance, auch unsere Fans weiterhin glücklich zu machen und ihnen auch vielleicht was zurückzugeben, wo sie darauf verzichten mussten. Das ist nämlich Punkte und guten Fußball. Stichwort guter Fußball, Uli Diekmeier. Dankeschön. Du hast mich noch nicht spielen sehen. Eine Nachfrage noch zu Paul Besson. Das klang jetzt nicht so, als wenn er in der Saison nochmal dabei sein könnte. Jetzt geht es ja für ihn auch um einen neuen Vertrag. Hat denn die Zeit jetzt, in der er im Training dabei sein konnte, Ihnen soweit Aufschluss gegeben, dass es da eine Tendenz gibt, ob man ihm nochmal eine Chance gibt oder war das zu kurz jetzt einfach? Ja, also ob er die Saison nochmal spielen wird, werden wir sehen. Das ist bei Bandverletzungen immer so ein bisschen, das ist abhängig von dem einzelnen Spieler. Paul sagte jetzt selber, dass er gar kein so schlechtes Gefühl hat, dass er sich eigentlich ganz gut fühlt, dass er auch nicht so große Schmerzen hat, ist nicht so geschwollen. Aber die Diagnose ist nun mal so da, deswegen werden wir das abwarten. Das, was wir jetzt von Paul gesehen haben im Training, charakterisiert ihn schon ganz gut. Also da können wir schon einschätzen, inwieweit wie weit ist er, wie weit kann er uns helfen, wie weit hat er auch eine Chance bei uns, dann regelmäßig Spielzeit zu bekommen. Ich hätte ihn natürlich gerne nochmal auch in der Saison gebracht. Mal schauen, ob es dann im letzten Spiel vielleicht nochmal möglich ist, wenn er wieder zurück ist, um ihm selber auch nochmal einen Einsatz zu geben, aber selber uns auch nochmal zu überzeugen, okay, wie weit ist er denn wirklich? Mal schauen, ob das dann noch funktioniert. Ich weiß, dass im Moment Gespräche stattfinden zwischen dem Verein und zwischen Pauls Seite, aber ja, über die Gespräche gebe ich keine Auskunft. Das ist dann erstens die Aufgabe von Dieter Hecking und Olaf Rebbe und ja, da, wenn es was zu verkünden gibt, in welche Richtung auch immer, dann werden wir das wie immer in gewohnter Art und Weise machen. So, wie sieht's denn aus? Hat noch jemand eine Frage? Ja, Uli, gleich nochmal. Die letzte. Sie haben die Ehre, das letzte oder zumindest vorerst letzte Zweitligaspiel an einem Montagabend bestreiten zu dürfen. Bei den Fans war dieser Termin ja eher unbeliebt. Wie gehen Sie damit um? Freut Sie es? Werden Sie dem Termin nachtrauern oder sind Sie da pragmatisch und sagen, spiel da, wo mich die DFL hinstellt? Nö, ich bin da schon auch Fußballfan und finde es gut, dass es die nicht mehr gibt, die Montagsspiele. Ja, weil für mich der Montag ist jetzt kein typischer Fußballtag. Also Fußballtage sind Freitagabend, Flutlicht an, Samstag, Sonntag. Ja, und das sind dann die Fußballtage. Und wenn dann Dienstag, Mittwoch Champions League ist, dann ist auch mal gut, wenn Montag mal kein Spiel ist, dass man mal einen Tag Pause hat und sich dann auch wieder freuen kann. Ja, wir hatten es diese Saison, haben wir dreimal Montagabend gespielt oder mit Hamburg jetzt. Und dreimal sind wir in den Norden gefahren. Also St. Pauli, Osnabrück und Hamburg. Es ist auch nicht immer so angenehm, wenn man dann Dienstagmorgen um 6 hier wieder am Pfalzner Weiher landet mit dem Bus. Also deswegen kann ich auch gern darauf verzichten, auf die Montagsspiele.
Verstehe, dass da natürlich auch bestimmte Dinge hinterstehen von der DFL und finanziell und Spieltage verteilen und Vermarktung und so. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber aus meiner Sicht als Trainer ist es schöner, am Wochenende zu spielen. Da kann man die Woche besser strukturieren. Aus Sicht der Fans ist es auch viel schöner. Für die Auswärtsfahrten macht es natürlich gar keinen Sinn, Montagabend irgendwo hinzufahren, weil man Dienstag früh um 7 wieder arbeiten muss. Also das ist für alle, glaube ich, angenehmer, wenn es diese Montagabendspiele nicht mehr gibt. So, die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, ob Marco Wertzinger einen neuen Computer hat, weil er nämlich bei uns hier im Bild für euch draußen leider nicht sich am klarsten zu erkennen ist. Klarer als sonst. Marco, die nächste Frage. Das ist immer noch der gleiche Computer, da muss ich dich leider enttäuschen. Jetzt die Saison war sehr kompakt. Das Minimalziel Klassenerhalt ist erreicht. Jetzt waren 2 Wochen Pause. Haben Sie bei der Mannschaft oder auch bei sich so einen gewissen Spannungsabfall ausmachen können? Oder ziehen sie alle noch voll mit? Nein. Ja, das ist natürlich, wie definiert man Spannung? Spannung im negativen Sinne, ja, da ist natürlich ein bisschen Erleichterung, auch hat man gemerkt, denn gerade dann schon das erste Mal nach dem Aue-Spiel, aber dann auch nach dem Heidenheim-Spiel direkt, ist dann auch schon ein bisschen negative oder diese Anspannung etwas abgefallen, aber die positive Anspannung, ja, ist ja, man ist auch Stress, gibt der positive und negativen Stress, und genauso gibt es auch das mit der Anspannung, die ist weiterhin da. Das hat man, glaube ich, gegen Kiel gesehen, wo wir alles nochmal rausgehauen haben, ja, obwohl auch der Klassenhalt zwar noch nicht rechnerisch feststand, aber eigentlich schon gesichert war, trotzdem haben wir da nochmal Gas gegeben, und man merkt es auch jetzt, und da helfen uns natürlich auch die Gegner, die kommen. Wir haben jetzt einfach, wir können in Hamburg spielen, da ist eine Mannschaft, die unbedingt jeden Punkt braucht, um aufzusteigen, und wir haben da einfach die große Chance, da noch auch nochmal ein Zeichen zu setzen, wie wir uns entwickelt haben, und das macht Spaß, und wenn man die Jungs im Training sieht gerade, dann haben sie Bock, das weiter fortzuführen, was wir jetzt angefangen haben, wo wir dabei sind, was wir entwickelt haben, und deswegen glaube ich nicht, dass da ein Spannungsabfall sein wird, aber natürlich müssen wir auch den Montag abwarten. Ja? Also das ist immer, man hat als Trainer immer ein gewisses Gefühl, aber zu 100% kann ich es nie sagen, wie es, in welche Richtung es läuft. Deswegen werden wir das sehen, bin aber sehr optimistisch und sehr positiv, dass wir dort mit der richtigen Spannung gehen, weil es geht auch noch für die einzelnen Jungs um was. Es geht darum, sich zu positionieren für die neue Saison, seinen Platz zu sichern oder seinen Platz sich zu erobern. Es geht für einige Jungs auch noch darum, sich vielleicht für einen neuen Verein in Position zu bringen. Das ist bei jeder Mannschaft so. Deswegen, da kommt dann auch die intrinsische Motivation wieder zum Vorschein, wie sehr will ich Fußballspiele gewinnen und was tue ich dafür, wenn es dann darum geht. Ja, und wie gesagt, wir haben auch noch Ziele, weil wir einfach uns auch nochmal verbessern wollen in der Tabelle. So, wie schaut's aus? Hat noch jemand Wissensdurst? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich erstmal an euch vielen Dank für die Fragen. Robert, vielen Dank an dich für die ausführlichen Antworten und inhaltsstarken Antworten selbstverständlich, und wünsche euch allen einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende, und für diejenigen, die mit nach Hamburg kommen, dann eine gute Reise. Also macht's gut und bis bald. Tschüss. Danke, ciao.